Okay. Dann wollen wir mal erstmal zum Leuchtturm. Genau, und da brauchen wir den Skorpion. Ah ja, da haben wir den letzten Schädel. Das ist gut. Dann gehe ich erstmal dahin. Ah ja, und da habe ich ein Wimmelpilz jetzt. Ah ja, da kann ich erstmal die Grabinschrift hinzufügen. Ah ja, dürfen entweder jetzt rumrätseln oder ein Wimmelbild machen. Ich bevorzuge erstmal das Wimmelbild. Kelle, Lorbeer, Wikingerhelm, Rose, Spinne, Hufeisen, Hundertfüßer, Flaschenzuggriff, Würfel, Zahnrad, Stern und ein Hase. Da ist schon mal der Hase. Ich weiß, was Hasen mögen. Ja, eine Karotte. Auch bist du süß. Okay. Eine Kelle. Ah, da, ja, da ist der Wikingerhelm, aber da fehlt noch ein Horn, anscheinend. Das da ist. Jawohl. Dann haben wir das auch schon mal. Da haben wir den Lorbeer. Da haben wir die Rose. Ja. Und da verließ mich jetzt das Glück. Weil das wieder so kleine Sachen bestimmt sind. Da haben wir die Spinne. Wo soll denn hier bitte schön ein Hufeisen sein? Nee, dann nicht. Ah, da haben wir das Zahnrad. Da haben wir den Stern. Das war der Hundertfüßer. Das war... Ach, das war die Kelle. Okay. Und das war der Würfel. Ein Hufeisen. Tja. Gut versteckt, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall. Ich sehe das nicht. Also die Wimmelbilder sind hier schon ein bisschen knifflig. Auf jeden Fall. Ja, hier oben ist auch irgendwie nichts. Ach, das war der Flaschenzugriff, ne? Ja. Sehr gut, dann haben wir den auch schon mal. Jetzt fehlt nur noch ein doofes Hufeisen. Kann doch nicht sein. Wo bist du? Ich finde dich nicht. Sehr gut versteckt auf jeden Fall. Das ist es hier nicht. Ne? Nee. Ach, keine Ahnung. Wo bist du? Ach, da. Ein Herz. Ja. Okay, dann machen wir erstmal das Rätsel hier. Ach nee, kann ich ja hier noch gar nicht machen. Da fehlt mir noch eine Steintafel. Die ich jetzt hier aber auch nicht habe, oder? Doch, hier. Ordnet die Karten wie im Bild, glaube ich, angezeigt an. Also so. Oh Gott. Okay, ich versuch's. Ob das jetzt mir was bringt, ist eine andere Frage. So schwer ist es auch nicht.
Und da müssten wir es haben. Oder auch nicht. Toll. Nochmal erneut. Achso, ist okay. Nochmal. Da habe ich mich, glaube ich, mal wieder irgendwo mich vertan. Ganz kleiner Denkfehler gehabt. Kann ja mal passieren bei so welchen Rätseln. Ah, jetzt. Ja, okay, habe ich mich einmal vertan. So, jetzt fehlt uns nur noch eine Projektorlinse und dann haben wir es. Sehr schön. So, dann gehen wir erstmal den letzten Schädel ab. Was passiert jetzt? Okay, die vier Statuen haben jetzt eine Flamme verursacht. Okay. Dieser Platz dient einem bestimmten Zweck. Daneben befindet sich ein Drachenständer. Das soll bestimmt ein Paar sein. Ja, hab ich ja hier. Die Schlacht wird ein letztes Mal stattfinden. Dort, wo der Seefahrer den Tyrannen bekämpfen wird, wird es nur einen tapferen Sieger geben. Dieser wird über das Schicksal des Auges der Kobra bestimmen. So wird es zu Ende gehen. Mit einem großen Knall zwischen Arthur Groove und Valerio André. Es kann nur einen geben. Das wird hoffentlich dann der Valerio André sein. Okay, sonst haben wir hier alles. Okay. Jawohl, das haben wir auch. Und da haben wir einen Goldbarren bekommen. Okay. Ja, jetzt können wir hier was schmelzen. Da bekommen wir bestimmt genau den Dreizack. Ein goldener Dreizack. Genau, erstmal abkühlen. Und da haben wir ihn. Sehr gut. Ah ja, da haben wir das Buntglasstück. Da haben wir den zweiten Löwenkopf. Sehr gut. Wir kommen sehr gut voran. Auf jeden Fall. So, da haben wir endlich das Herz. Und haben Uhrzeiger bekommen. Können wir die hier... Ah ja, da oben ist die Uhr. 4 Uhr war der Hinweis. Ach so, okay. Ganz vorsichtig, mit Gefühl. Eine Fischflosse. Ja, die müssen wir hier einsetzen. Ah ja, und jetzt haben wir alle 6 Projektorlinsen. Also, sehr gut. Was brauchst du jetzt? Flügel. Habe ich wohl noch nicht. Aber wir haben den Dreizack. Oh, da passiert was. Den vorletzten Löwenkopf. Und Vashras Schwert. Okay. Da brauchen wir auch noch etwas anderes. Nee. Da können wir auch nichts mehr machen. Und jetzt ist hier mal wieder nichts. Toll.
Also bin ich wieder auf den Tipp angewiesen. Okay, hier kann ich die jetzt eingeben. Hä? Zuerst muss die Karte an die Wand gelegt werden. Tja, hab ich nicht. Tut mir leid. Jetzt bin ich mal gespannt, wo mich das Spiel mich hinführt. Wieder ins Museum, okay. Zum U-Boot. Also hier kann ich aber auch nichts mehr machen. Das steht? Nee. Oh mein Gott. Ach Gott, hier, ja, klar, war ja was. An denjenigen, der des Wissens über die Santiago und ihren Schatz würdig ist. Nach dem Angriff der Black Skull hatte Valerio André die Santiago tief in das Höhlenlabyrinth der Kreninsel hinein navigiert. Dort befindet sich auch ihr wässriges Grab, okay? Als der einzige Überlebende werde ich den Fundort des Schiffes bis an mein Lebensende geheim halten. Eines Tages wird jemand kommen und dieses Rätsel lösen. Für diese Person lasse ich einen besonderen Projektor mit Linsen sowie eine Karte des Höhlenlabyrinths zurück. Sie werden den Weg zum Wrack der Santiago preisgeben. Cristiano Diego. Ach ja, stimmt, ja, wir haben ja das Rätsel geknackt. Ich bin jetzt aber nicht reingegangen, deswegen kam ich jetzt auch irgendwie nicht weiter. Da fehlt mir eine Pistole. Ein von zwei rote Augen, okay. Du brauchst ein Schild und dann bestimmt auch das Schwert. Ah ja, da haben wir das Schlangenamulett, okay. Eine eiserne Kutsche. Links befindet sich ein Ankerstift, aber rechts gibt es keinen. Doch, jetzt schon. Dreiecksanhänger, okay. Ah ja, jetzt habe ich hier auch ein paar Sachen wieder freigeschaltet. Genau, hier brauche ich erstmal das Schlangenamulett. Okay. Ich dachte, ich könnte die Figur da auch mitnehmen, aber nö, nur das rote Auge. Alles klar. Ach, das sind die Schlangenaugen. Okay. Und da haben wir die Flügel. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt hast du deine Flügel wieder. Und wir bekommen von der Engelsstatue Benzin. Und die Statue hat sich irgendwie automatisch wieder hier hinbordert. Okay, warum auch nicht, ne?